Bei Die Geissens klingeln die Kassen. In einer neuen Folge der Reality-Serie verwandelt sich die Villa Geissini in ein Casino und Carmen gerät in einen Spielrausch. Am Abend wird dann mit Freunden weitergezockt. Werden Robert und Carmen ihren kompletten Besitz verspielen? Auch der nächste Tag steht ganz im Zeichen von Glanz und Glamour, denn Robert plant einen Ausflug zur Saisoneröffnung eines Beachclubs in Saint-Tropez. Hier fordert er Carmen zu einem Darts-Wettbewerb heraus. Der Verlierer muss fahren. Carmen umgeht diese Strafe einfach, denn sie bestellt kurzerhand einen Helikopter zurück nach Monaco. Dort soll gemeinsam mit Davina die neue Besatzung der Indigo Star auf die Probe gestellt werden. Wie das vonstatten geht, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Die Geissens, eine schrecklich glamouröse Familie. Am Montag ab 21.15 Uhr bei RTL 2.